Jetzt! So. Jetzt können die Leute auch sehen, wofür du die Schächte gebaut hast. Ja, ne? Auch ein schönes Bild. Ist mal was anderes, ne? Aber Jürgen macht das schon. Mann, ey! Wenn die Scheiße passt, dann trag sie auch, ne? Moinsen, Mittwoch, 11. September, wahrscheinlich, es könnte sein, dass Jens schon gefilmt hat, der hat nämlich die Kamera vor, oh, jetzt ist der Elektriker schon da, ja, nicht gut, also wir hatten vorhin, das ist schon Mittagzeit, Jens ist gerade zurück von der Wietzendorf-Tour, die erste heute, die vorletzte diese Woche, eben Besprechung mit den Elektrikern, wo da Deckenlampen hin sollen, das hat echt lange gedauert, jetzt mal gucken, wo die stecken. Eigentlich sollte der Elektriker, der da ist, erst heute Nachmittag kommen. Jetzt haben wir natürlich noch nichts wieder vorbereitet. Na, mal schauen, mal gucken, was Jens sagt. So, aber wir haben Schalter. Der Schalter, ganz hinten die beiden Lampen, wieder aus. Der Schalter, die eine Lampe in der Durchfahrt. Und der Schalter müsste hier, ja, traumhaft. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. So, dann bauen wir heute Nachmittag noch die Lampe an. Tauschen hier vorne noch, ich habe zwei Röhren, LED, tauschen hier vorne noch einmal die Röhre aus, weil sonst kriege ich irgendwie, das muss gleich aussehen, kriege ich Augenkrebs. Ja, und dann haben wir das soweit. So, und dann gehen Jens und ich Nachmittag dabei, da noch ein Kabel rüberziehen, eine Holzplatte anbauen, das zeigen wir euch dann, wenn es soweit ist. Jetzt haben wir noch einen alten Lüfter, den haben wir aus dem Stall ausgebaut. Da baut Jens einen Rahmen für, hat er schon mit angefangen, damit wir den auch zum Kartoffelbelüften nutzen können. Und den soll der Elektriker sich gerade noch mal eben angucken, wie wird er das mit der Schaltung machen. Irgendwas hatte ich gerade noch auf dem Herzen. Was? Ach so, genau. Ja, habe ich ja erzählt, wir haben gerade mit dem Elektriker das durchgesprochen. Für das Haus. Und da ging es auch um das Thema Wechselschaltung. Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch so geht. Mir geht das so, dass wenn man keinen Tastschalter hat, sondern normale Lichtschalter und eine Wechselschaltung und der Schalter steht auf eigentlich an und dann ist es aus und umgekehrt, da kriege ich einen Anfall. Also jeder hat ja irgendwie seinen Fipsen und das ist meiner, jetzt wisst ihr es. So, mal gucken, wo die stecken. Kotz. Alter, wir machen jetzt den ganzen Scheiß sauber. Keine Ahnung. Oh Gott. Was für ein Schwachsinn. Ach, herrlich. Was hier passiert ist, habt ihr ja wahrscheinlich schon
in dem Short gesehen, nehme ich an. Ja, gehen wir mal aus. Alles oder? Nur für euch. Jetzt müssen wir sauber machen. Ja. Damit wir dann weiterkommen mit dem Kabel, richtig? Ja, richtig, genau. So machen wir das. Ich glaube, ich suche mal einen Besen. Aber der Spaß war's wert. Voll geil. Jo, Feierabendszeit. Morgen noch ein bisschen Bewährung. Da liegen ja noch ein paar Matten. Hier liegt so ein bisschen Rundstahl. Und dann kann Freitag Beton kommen. Wird Freitag die Decke geschüttet. Nächste Woche geht das dann mit Mauern los hier. Wir haben sogar schon mal groben Termin fürs Richtfest festgelegt. Den verrate ich aber nicht. Ja, mal schauen. Sehr schön. Auf jeden Fall geht's voran hier. Elektriker ist auch fertig geworden. Er hat jetzt überall die Deckenkabel, die wichtigen, die jetzt in der Decke hier verschwinden sollen, die hat er alle fertiggelegt. Überall, da hängen 1000 Strippen unten in den Räumen runter. Ja, das hat alles gut geklappt bisher. Sehr schön. Jetzt wirkt das auf einmal wieder riesig. So groß ist das gar nicht. Aber es wirkt jetzt echt größer als vorher. Auch innen, seitdem die Decke drauf ist, wirken, mein Gott, die Räume innen auch wieder größer. Da hat man dann zwischendurch so gedacht, oh, ist das alles klein. Jetzt gerade wieder nicht. Und da liegt die Treppe. Gut, liebe Leute, das war's für heute. Morgen haben wir eigentlich ab 8 Uhr Roden geplant. Ich muss noch mal in mich gehen, ob das schlau ist oder ob wir das noch ein paar Stunden schieben. Ich weiß es nicht. Wetterbericht, wenn das stimmt, wäre nächste Woche toll. Ich weiß es nicht. Ihr werdet es morgen sehen. Also, bis morgen. Moinsen, Donnerstag, 12. September. Ach Scheiße. Außen 10 Grad, Produkt 16,3. Sehr schön, klappt doch. So, ich habe jetzt mal eben die Klappenantriebe hier aufgestellt. Die fahren jetzt gerade auf. Müsste hier gleich leuchten, dass es offen ist, beide. Und dann mache ich nochmal für einen Moment Lüfter an. Für 10 Minuten oder so. Und dann wieder aus. Und dann die Klappen, da, der geht schon auf. Dann können die Klappen noch ein bisschen aufbleiben. Und dann machen wir es nachher in einer halben Stunde oder Stunde wieder zu. Ja, jetzt läuft sich auch das dahin, wo es hin soll. Ah, ich bin wieder da. Jetzt haben wir es kurz nach 7. 7.10 Uhr laut der Uhr. 7.12 Uhr in echt. Ja, passt. Ist ein bisschen kälter geworden. Außentemperatur 8,6. Passt. Lüfter habe ich wieder ausgestellt. Und ich habe den Plan jetzt noch ein bisschen geändert. Wir werden heute nicht wie geplant Speise in Kisten roden. Mir ist das auf dem Acker noch zu nass. Möchte gerne ein bisschen trockener haben. Und Belana sowieso ein bisschen kritisch. Eigentlich sowieso nachmittags besser. Machen wir jetzt so, dass wir alles, was leer ist, also die beiden Tandemkipper, der Zug nicht, da sollen die Trocknungsböden drauf bleiben, weil wir die noch brauchen in Kürze. Das roden wir alles voll. Eigentlich könnten wir den LKW auch voll roden, muss ich mir nochmal überlegen. Und dann würde ich gerne da den Schuppen noch frei kriegen, wenn die angefangen sind mit Roden, dass wir das alles sauber machen, aufbauen, dass wir da mit dem Hallenfüller reinkommen. Jetzt habe ich immer noch das Problem, dass wir noch keine 32 Ampere Steckdose da haben. Da war vorher eine da hinten auf der Ecke. Die ist aber tot. Jetzt haben wir da am alten Bullenstall an der Ecke haben wir eine. Da reichen die Kabel aber nicht für. Also tendenziell müssen wir von hier Kabel dahin. Und dann müssen wir wahrscheinlich uns die Kabel von der Grimme RH Bunker hier ausleihen. Anders wird es wahrscheinlich nicht gehen. Mal gucken, ob wir das irgendwie, wie wir das hingezogen kriegen. Ich weiß nämlich jetzt auch nicht, ob auf dem Hallenfüller noch ein Kabel liegt oder wo das hingekommen ist. Hier können wir noch nicht einlagern, leider.
weil da noch Beton geschüttet werden muss. Der soll eigentlich morgen kommen. Der Plan ist ja, dass sie das in 2 Schichten schütten. Ich muss noch mal mit denen schnacken, ob wir das nicht auch in 1 fertig kriegen können. Bisschen Risiko, no risk no fun. Ein Kabel liegt hier drauf. Ja. Ja, mal schauen. Irgendwo müssen wir Kabel herkriegen. Notfalls muss der Elektriker noch eben schnell ein Gummikabel fertig bauen. Das hilft alles nichts. Jo, lassen wir den LKW mal auf dem vorderen Stück hier stehen. Da braucht man den nach hinten drücken. Und dann kann er den eigentlich auch als Reserve nehmen. Ja, hier vorne auf dem vorderen Stück stehen lassen. Ja, hier auf dem festen Weg, ne? Ja. Umdrehen kannst du eben nicht. Ich kann den ja gleich eben ziehen, aber dass wir nicht nach hinten drücken, ne? Dass der Weg hier frei bleibt. Ja. Okay. Alles klar.
parken ohne Festfahren. Noch sieht's gut aus. Ja, der Plan ist jetzt, die fangen da auf dem Stück an. Jürgen ruft mich an, wenn der erste Wagen voll ist. LKW als Reserve. Oh, das sieht aber gut aus. LKW als Reserve. Und wir bauen zu Hause alles auf, dass wir mit dem Hallenfüller abladen können. Und dann soll es losgehen. Es ist kein Wetter für Speise. Ich denke schon, dass die Entscheidung richtig ist, eher hier anzufangen oder weiterzumachen. Zum Glück steht hier Wasser. Scheiße, ey. Wo soll ich den denn jetzt hinstellen? Da aufs Grüne. Oh, das ist wirklich wie letztes Jahr, so eine Scheiße, ey. Das macht doch keinen Spaß so. Oh. Dafür sind die Schächte, die gefragt haben, wofür die Schächte sind, ne? Luft. Jetzt, jetzt können die Leute auch sehen, wofür du die Schächte gebaut hast. Ja, ne? Ja. Endlich. Tari, tara, der Beton für die Wand ist da. Der Beton für die Wand ist da. Oh, Stress, ja. Der Beton für die Wand ist da. So, jetzt überlege ich gerade, ob ich das den Kollegen, die hier das zugucken, schon erzählt habe, was wir machen. Nee, habe ich nicht. Wir haben eine Planänderung. Bruce Kollege darf, eigentlich sollte der morgen liefern und er wollte heute Nachmittag, spät Nachmittag roden. Jetzt soll er die Kartoffeln aber heute schon liefern, die sollen aber auch trocken sein. Sprich, er muss sie auch trocknen. Also hören wir gleich auf, wenn Jürgen den LKW, den macht Jürgen jetzt noch eben voll. Der ist kurz vor 11, wohl voll. Dann fährt Jürgen darüber, macht da die zwei Züge, 2 Stunden rot plus Fahrzeit, 3 Stunden weg oder sowas, schätze ich mal. Und wir holen. Grüß mal. Ach, ich sehe nichts. Sieht immer im Weg irgendwie, ne? Ja, irgendjemand sitzt da im Weg rum. Ach, Scheiße. Oh, Mann, da! Macht er denn da? So, jetzt. Ja. Wir holen jetzt den zweiten Akkuliner und den Tandem weg. Dann fahre ich jetzt noch einmal wieder hin, damit er den LKW wegholen kann. Dann laden wir hier zu Hause in Ruhe weiter ab. Und nach dem Bedarf tendenziell eher Belana hoch. Ne? Ja. Sonne scheint. Ja. Sieht gut aus, das Wetter. Könnte er dauern. Also müssen wir den auch noch Kisten aufbewahren. Ja. Sehen wir gleich.
So, da wir jetzt ja Zeit haben, machen wir noch eben ein paar Tonnenkisten voll, die wir als Abgrenzung benutzen. Jens juckelt dran, ich schalte an und aus. Und damit stellen wir das dann dazu. Das ganz rechte Feld bleibt leer. Da stellen wir Kisten hin, hier vorne. Ups. Ja, oh. So muss das. Zwischendurch dann auch wieder Lüftung schaffen. Tag, Probewarnung bundesweit. 12.09.11 Uhr. Sirene geht auch. So, jetzt auch mal gut, ne?
zog den LKW hier weg. Den stellen wir erstmal unter das Dach. Ich weiß noch nicht, ob wir den noch abladen oder für nächste Woche gleich drauf lassen. Mal gucken. Und ich denke, dass wir dann Nachmittag tatsächlich doch noch hier weitermachen wieder. Denke ich jetzt gerade. Vielleicht kommt es auch mal wieder anders. Wer weiß das schon. Also 13:30 Uhr. Jörg meinte gegen 13:45 Uhr wäre er wohl wieder da von dem anderen Landwirten, wo er zwei Züge gerodelt hat. Zum Liefern wir. Ich habe den Plan jetzt nochmal umgedingelt. Wir machen die letzten Stärkesaat raus. Ich hoffe, dass wir da fahren können. So 100% sicher bin ich mir nicht, aber die Vermutung liegt nahe, dass es geht. Habe jetzt eben noch die beiden Akkuliner, die haben wir ja schon abgeladen. Die habe ich noch eben zusammengehängt, die nehme ich jetzt mit. Raluca und Marin sind mit dem Autowagen hinter mir, die fahren mit dem Autowagen dahin. Dann werde ich mit dem Schlepper wieder nach Hause fahren, Tandemkipper hinfahren, mit dem Autowagen nach Hause. So, und dann zwischendurch mal gucken, ich weiß nicht, was sie da bringen, kann ich im Moment echt nicht einschätzen. Wagen werden oder so. Mal gucken. Wir lassen uns mal überraschen. Aber das ist, glaube ich, im Moment jetzt die beste Lösung. Es sieht jetzt auch nicht nach Regen aus. Es ist bewölkt. Aber jetzt in den nächsten zwei Stunden glaube ich nicht, dass es anfängt zu regnen. Regenradar sagt das auch. Wobei, ne? Scheiß auf. Scheiß auf Wetterbericht. Jens ist heute Nachmittag nicht da. Sonst hätte man sich das echt noch überlegen können mit Kisten. Vielleicht schaffen wir das auch noch, dass wir jetzt vielleicht gleich noch Kisten aufladen und dann, je nachdem, wie lange das da jetzt dauert bei der Stärke, ob wir dann noch ein paar machen. Ich weiß, das weiß ich noch nicht. Mal sehen. Also, so mit einem nicht so guten Gefühl Kartoffelroden, das können wir ja. Dafür ist noch viel Zeit. Ne? Vielleicht warte ich doch lieber auf ein gutes Gefühl. Mal schauen. So, fast fertig. Morgen noch einmal betonieren. Dann ist er endlich fertig. Können wir nächste Woche theoretisch, je nachdem wie das Wetter ist, hier auch anfangen. Und die Schalung, die Jens gebaut hat für die beiden Gewichte, die ist auch noch mit voll geworden. Sehr schön. Da bin ich besonders gespannt drauf, ob das mit dem Gelaserten dann da so zu sehen ist, wie Jens sich das gedacht hat. Das wäre schon ziemlich geil, ne? Aber auf jeden Fall haben wir jetzt dann in Kürze zwei Gewichte. Und wer noch nicht verstanden hat, wofür es ist, ich zeige das nochmal eben schnell, bevor es weitergeht. Die sind für den Kistenfüller, weil man den immer gerne schnell so ein bisschen verschieben kann, wenn man eine leere Kiste reinfährt. Und die wollen wir hier hinstellen. Da oder da und auf der Seite das andere. Damit ein bisschen Gegendruck ist, dass man nicht gleich immer den ganzen Kistenfüller verschiebt, wenn man da ranfährt. Jo, das ist der Hintergrund. Und man muss die Kisten stramm ranfahren, damit die zum einen richtig befüllt werden und zum anderen der Kontaktschalter auch kontaktet und schaltet und der Kistenfüller weiß, dass er eine Kiste ist. So, ich werde jetzt mal eben... Ich habe da den Tandemwagen, den hatten wir ja eben noch abgeladen, aber die Ecken nicht sauber gemacht, weil ich dachte eigentlich, dass wir Stärke weiter ruhen, das tun wir jetzt nicht. Also kippe ich den nochmal eben einmal an und lasse ihn da leer laufen, wo der 7-18 Grad steht, den nehmen wir eben weg. Und dann denke ich mal, dass wir noch, dann ist ja noch eine Stunde rum, die Sonne scheint, ein paar Kisten noch machen. Und einfach mal abschmecken da, wie das aussieht. So, das ist ein Hickhack, ne? Aber so laufen die Tage hier. Ah, eine neue Premiere. Wir bauen den Tandem am Feld ab. Ich sehe da jetzt kein Problem, aber... Kurze Premiere. Also, da hinten sind sie hinter der Mühle, da sind die gerade zu Gang, den Rest rauszuholen. Das sollte eigentlich passen.
Notfalls haben wir ja noch den anderen Tandem zu Hause hinter dem anderen 724. Hier wollen wir jetzt, was ich eben sagte, oh Mann, Moment. Freunde. Hier wollen wir jetzt ein paar Kisten roden bis Feierabend. Und stelle hier den. So, stell den Tandem hier als Reserve ab, wenn wir nicht schnell genug sind mit den Kisten. Das ist der Plan. So, alles abklemmen, dann Stützfuß anklemmen, einmal runterfahren. Sand gefurzt, also doch ein Stück vorfahren. Das war der erste Streich. Fahren zurück. Über so einen kleinen Spaziergang. Ich brauche den Autowagen, hilft alles nichts. Guck mal, da hat sich einer eine Kartoffel schmecken lassen. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber jetzt sind sie da gerade fertig. Da fährt der Autowagen, Marin und Raluca. Den kann ich jetzt auch hier warten und wieder mit nach oben fahren. Aber schön war's. Beim besten Wetter 14 Grad, leichter Wind, Sonne. Geil, so mag ich das.
Vielleicht gibt es erstmal lecker Kaffee auf dem Feld. Ina hat uns was vorbereitet. Guck mal, die Kollegen holen auch. Kisten. Roder Rupa. Rupa. Den Roder kennt ihr. Der hat letztes Jahr bei uns auch Endspurt mitgemacht. Malte fährt, vermute ich mal. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ich vermute mal, Malte fährt. So, wir fahren jetzt eben hinter den Wagen. Wenn die wieder oben sind, gibt es erstmal Kaffee. Das gibt es aber als erstes erstmal Stufe 1 und Heirat. Dann gibt es gleich Kaffee. So machen wir das. Als der Keiler, sagen sie, ne? So. Piep. Ah, die Handschuhe können wir schon mal mit auf den anderen Schlepper nehmen. Jo. Da hinten sieht das schon wieder so komisch aus. Wind kommt von da. Puh, Entschuldigung. Ja. Auch ein schönes Bild. Ist mal was anderes, ne? Hört ihr das? Das ist ein Servicewagen. Ist da was kaputt? Da wird geschraubt. Warum denn bloß? Da war das Scheibensech am Wandern. Gucken, ob sie jetzt hält. Ja, wir haben jetzt eben Kaffee getrunken. Schrauben hat so ein bisschen aufgehalten. Jetzt habe ich mir überlegt, dann fahre ich die beiden 18 Tonnen noch jetzt eben zwischendurch nach Hause. Das ist jetzt wohl auch noch eben zu schaffen. Ja, so, jetzt Schubrakete. Thank you.
an, ey. Aber wir sind bis jetzt verschont geblieben. Aber jetzt zieht das, baut sich von da auch irgendwie auf, ne? Da hinten regnet es extrem. Das kann man von hier sehen, das ist aber noch weit hinter Wohlsdorf. Und das sieht aber echt gewaltig aus hier. Gewaltig. Guck mal, wenn man jetzt mal so guckt, von wo der Wind kommt, der kommt so. Vielleicht zieht es vorbei. So, hier ist Schluss. Jürgen fährt noch einmal eben zum anderen Kunden. Ich weiß gar nicht. Ein oder zwei LKWs da oben soll. LKW. Das ist ja nicht Lastkraftwagens, ne? Die Wagens. So. Komm. Warte aufs Radio. Wir haben jetzt den Plan für morgen. Komm schon. Jürgen kommt um 8. Um 8 kommt ein LKW. Ich weiß gar nicht, ob das ein Holländer ist oder eine deutsche Spedition, oder ist auch egal. Kommt ein LKW. Habe ich alles, was ich will. Für Fontane, Pommeskartoffeln. Die sind preislich, ist das eher, hat das mehr mit Verschenken zu tun, aber wir wollen zwei Dinge gerne. Zum einen die Übergrößen, die wir aussortiert haben, die sollen weg, damit wir die Kisten wieder haben. Die brauchen wir jetzt nicht stehen lassen. Das sind ungefähr 20 Tonnen. So, die drehe ich dann morgen früh rauf. In der Zeit, wo ich die auf dem LKW raufdrehe, kann Jürgen schon mal anfangen, mit Marin und Raluca einen Bunker voll zu roden. Das sollte dann genau passen, dass der LKW genug hat. Sonst roden wir noch ein paar rein nach, wenn es nicht reicht, aber so, dass der LKW voll ist. Irgendwann kommt noch ein zweiter, aber nicht morgen, da haben wir noch nicht, wissen wir noch nicht wann, weil wir das Vorgewende gerne loswerden wollen. Das soll schon mal raus, dass wir da anständig arbeiten können. Hier ist es ja raus, hier waren ja Belaner vor den Fontane, da hinten sind ja auch noch Fontane. Danach setzen wir um Richtung Bartelsdorf. Da haben wir dann das zweite kleine Stück, da sind Stärkekartoffeln. Oh, Alter, schaukelt das hier. Stärkekartoffeln im Vorgewende. Die wollen wir gerne rausnehmen. Die können wir dann auch abladen. Ich denke mal auf den Tandem eben rauf auf einen. Und dann sind da Speise Queen N und die sollen in Kisten. Und dann machen wir mit denen weiter. Hier ist das noch nicht so geil, das geht noch nicht so gut mit dem Belaner. Wie ich befürchtet hatte. Aber gut, Versuch, mach klug. Ne? So, jetzt geht's hier mit nach Hause. Kisten abladen. Beziehungsweise, wenn Vater da noch zu Gang ist, kann der die eben abladen. Hänge ich den Wagen ab und hole den Tandem nach Hause. Sicherheitshalber auch unter das Dach stellen. Wer weiß, ob da nicht doch noch was kommt heute Nacht. Und dann ist Feierabend. Der Plan. Da regnet es auch. Da regnet es. So ein ganzes Band einmal rüber. Junge, Junge, Junge. Da auch richtig stark sogar. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sehen kann, aber Junge, 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 das sieht richtig düster aus. Wahnsinn. Ich glaube, wir kriegen noch was ab. Moin. Da, das zieht doch über uns rüber. Ziemlich sicher. Scheiße. Könnt ihr das sehen? Regentropfen auf der Scheibe. Teufel. Ja, Nachbar bricht auch ab. Der Wagen ist schon weg. Es ist einfach scheiße. Macht keinen Spaß so. So, dann wollen wir den mal wieder anbinden.
schattig. Moinsen, Freitag, der 13. Betonpumpe ist gerade gekommen. Baut sich auf. Lumpi, du musst jetzt mal kurz. Ne? So. Betonpumpe. Heute wird die Decke betoniert und eigentlich auch der Rest der Wand in der Halle. Und dann ist erstmal wieder Pause mit Betonautos hier. Oh, ja. LKW ist pünktlich, gerade auf den Hof gerollt. Kurz vor 8. Oh, Jürgen müsste auch gleich da sein. Super klug, Schlepper noch eben weg. Oh, ist das kalt, Alter! Leute! Ja, aber ist ja gut so, ne? So Kartoffelkühlen, ist das gut so. Weg hier. Sie sehen, sehen Sie nichts. Außer die Waldfee, das ist eng. Aber Jürgen macht das schon. Geht nicht, gibt's nicht. Passt doch alles. Und wie das passt. Oh, hier ist gut. Kann der Kisten halt draufnehmen? Glaub nicht. Muss noch mal eben warten.
So, jetzt geht's auch richtig los. Ey, jetzt geht's gleich richtig los mit Roden. So, erstmal ein gescheites Plätzchen. Ich kann eigentlich, ich stelle mich einfach eben auf den Maisstoppel hier. Hier wollen wir das Vorgewinde rausnehmen. Diese Seite, andere Seite, da an der Seite, das sind auch noch Stärke, die sollen aber noch drin bleiben. Und dann wollen wir da diese Speise wegroden. Mal schauen. Ja, ich glaube, ich drehe hier rum. Bis zum nächsten Mal. So, Betonpumpe macht gerade sauber. Decke ist fertig. Jetzt wird hier der Rest von der Wand betoniert. Ist das auch fertig und dann können wir es nächste Woche nutzen. Ha! So, der ehrenhafte Ehrenjens hat mich gerade daran erinnert, dass immer wieder die Frage kommt, wie das Anroden funktioniert. Ich kann es jetzt nicht so richtig live zeigen, weil es ist ja hier schon angerodet, aber ich kann euch das mal eben hier anhand der Fahrgasse erklären, zumindest versuchen. Also, wenn wir jetzt hier anfangen. Jens, du kannst das aber gleich nochmal filmen, wenn er die erste Fahrgasse fährt. Ja, das mache ich. Nee, kannst du nicht, du musst ja mit nach Hause kommen. Ach, scheiße. Also, er fährt hier in der Fahrgasse hoch. Die Aufnahme ist ja rechts. Also nimmt er dann diese zwei Reihen mit. Einmal hochfahren. Dann dreht er hinten um. Also, zuerst wird natürlich das Vorgewinde rausgenommen. So, dann dreht er hinten um und fährt andersrum und nimmt diese beiden Reihen mit. Fährt dann da. So, und dann hat man quasi so gut wie keine Beschädigung. Also, das Rad läuft immer mal so ein bisschen auf dem Damm mit. Ist aber nicht schlimm. Da passiert gar nichts. Man sieht das auch auf dem Band. Sieht man das nicht. Was man natürlich sieht, ist sowas hier, so wo wir jetzt hier mit der Feldspritze reingefahren sind oder auch mit dem Düngerstreuer. Düngerstreuer weniger, aber Feldspritze, weil die dann ein bisschen nachläuft und dann hat man hier den ersten Teil von der Reihe, da ist ein bisschen drüber gefahren. Und das merkt man natürlich. Das siehst du auf dem Band, da hast du gequetschte Kartoffeln. Aber ansonsten passiert da nichts. Also da muss man sich tatsächlich keine Sorgen drüber machen. So, und hier haben wir fucking Melde zwischendurch gewachsen. Immer wieder gern genommen, ne? Ja. Aber dafür hat sich das Schlägel nicht gelohnt. Die kriegt Jürgen so mit weg. So, er rodet jetzt hinten noch die letzte Reihe vom Vorgewende weg. Da sind ja, hatte ich gesagt, Stärkekartoffeln. Dann nehmen wir den Kipper mit nach Hause, laden den ab. Und Jens kann dann mit dem nächsten Kistenwagen losfahren. Ja. Und dann juckeln wir hier munter Kisten hin und her. Ich bringe dann den noch wieder her als Reserve, wenn mal keine Kisten da sind, dass Jürgen hier nicht rumsteht. Und
Dann wollen wir mal gucken, was wir heute hiervon rauskriegen. Ne? Schauen wir mal. Der Schlag selber hat knapp 4 Hektar insgesamt. Da sind aber auch noch Stärke, die wir jetzt noch sitzen lassen. Jo, das ist der Plan. Ich hoffe, das war verständlich. Sieht da hinten mit bloßem Auge zumindest fast aus, als wäre da ein Gebirge. Interessante Wolkenformation. Ich weiß nicht, ob man das im Video so erkennen kann. Ja, auf jeden Fall ist die Sonne rausgekommen. Jetzt wird es auch ein bisschen angenehmer auf dem Ruder. Wenn wir richtig Gas geben, kriegen wir die vielleicht raus heute hier. Wäre ja mal was. Thank you.
Tari, trara, die Decke ist da. Sehr geil. Ach ja, es geht jetzt echt gut voran hier. Bundesbetoniertag am Freitag wieder gewesen, das passt auch. Und jetzt sind wir auch mit Beton erstmal durch. Jetzt, das reicht jetzt auch erstmal. Genug Betonautos hier auf dem Hof gehabt. Hinten die Wand ist fertig. Decke ist fertig. Können Sie Montag weiter mauern. Dann sieht das Ende nächste Woche hier schon ganz anders aus. Dann können wir da nicht mehr hingucken. Und von da können wir auch nicht mehr da hingucken. Jo, anderes Bild. Erst als der Stall weg war, war das ganz merkwürdig. Und jetzt, wo das Haus kommt, ist das wieder merkwürdig. Jo, geil.
Jens hat hier eine Kamera versteckt.
letzte Bunker für heute. Dann trinken wir eine Tasse Kaffee. Dann fällt Jürgen los. Und wir gehen zu Hause nochmal bei von gestern Kartoffeln sortieren. Ja, und dann kriegen wir noch richtig Spaß. Unser LKW von heute Morgen kommt zurück. Die Übergrößen, die haben mir nicht gefallen. Oh, Scheiße. Aber wenn die Scheiße passt, dann trag sie auch, ne? So, vom Roden zurück. Ich nutze mal eben die Zeit. Sven ist ja noch unterwegs, den letzten Wagen eben nach Hause holen. Hier mal ausschalen, den Betonklotz. Mal gucken, was so erkennen kann. Das muss er noch alles abtrocknen. Und dann, ja, ist schon cool geworden. Schön glatt. Feine Sache. Noch ein bisschen nachbearbeiten, die Kanten und sowas alles. Hier oben gehe ich auch nochmal bei. Ich habe keine Dreikerleisten mehr anbauen können. Da war keine Zeit mehr für da. Aber freut mich. Sauber geworden. Mal weg. Ja, schöne Riffel von den Platten hier. Ja, schon cool. Naja. So viel Platz und doch kein Platz. Läuft sich alles zurecht. So, kritische Partie durchsortieren. Und was ist kritisch? Das nicht. Aber das. Das ist sehr kritisch. Das ist quasi scheiße. So, hier haben wir die Ausbeute von heute. Jens und Vater Kisten da gerade den Tandem leer. Und ich sortiere hier die letzten Nachbau mit der Luca und Marien. Zwei Kisten sind fertig. Da kommt, da sind sehr viele Übergrößen bei. Aber gut. So sehen sie jetzt erstmal gut aus. Dann müssen wir beobachten. Oh, die Sonne. Da. Boah, Moinsen. Samstag, 14. September. Kaffee habe ich vorbereitet. Jens müsste eigentlich jeden Moment da um die Ecke kommen. Gibt es einen schnellen Kaffee. Und dann geht's mit Roden weiter. Ein paar Kisten haben wir noch von den Holzdingern. Und dann müssen wir mal gucken, wann dann von den anderen noch erst welche aufladen. Also die sollen auf jeden Fall heute raus. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen. Dazu aber später mehr. Thank you.
10. Wir haben die Lea raus. Jetzt geht es weiter in den Belana hier. Also wir hatten es gestern locker rausgekriegt. Das sind jetzt keine 2 Stunden gewesen. Das wäre kurz vor 5 gestern auch fertig gewesen. Also es hätte geklappt. So, jetzt Belana. Ein paar Kisten haben wir da. Jetzt ist gerade auf dem Weg nach Hause. Der kommt noch mit Kisten wieder. Und hier habe ich jetzt noch den Akkuliner-Zug, den einen. Auf dem anderen sind wir immer noch Trocknungsböden, weil wir die morgen früh brauchen. Wir werden morgen wieder roten. Und zwar auch 2 Züge. Einmal den Leerzug zum Liefern Montagmorgen. Und dann kommt noch ein LKW Fontane. Da weiß ich aber noch nicht, ob wir den LKW, so wie ich jetzt die Wagen hin, ob wir jetzt den LKW. Den LKW vollroden oder ob wir die vorroden und dann zu Hause überladen. Das muss man noch mal sehen, weil ich auch noch nicht weiß, wann. Da hinten kommst du mit den beiden Wagen nicht weg. Wann der LKW kommen will, ist aktuell noch nicht bekannt. So, jetzt muss ich mir hart überlegen, wie ich hier mich hinstelle, damit wir auch anständig wegkommen. Dann müssen wir hier einen Flucht rechnen, da hilft alles nichts. Da ist auch eine Kurve, aber nee, ist nicht egal, da liegen die Steine. Da ist ein nasses Loch. Bloß heil. Mein Gott, jetzt hängen wir den Kistenwagen wieder an und dann laufen wir zu Fuß rüber zum anderen Schlag und holen da den Tandemkipper weg, weil da sind nämlich auch noch welche raufgekommen. Und den müssen wir zu Hause dann noch abkisten. Ach, jetzt ist das Zugmaul wieder zu hoch. Bis gleich. Da ist er ja. So, da hinten sind jetzt noch Stärkekartoffeln drin. Das werden wir heute aber nicht mehr schaffen. Ich weiß auch nicht, ob wir die Belana noch schaffen, weil Jürgen um 12 wohl zum nächsten Kunden möchte. 12, halb eins oder sowas. Und wir dann zu Hause erstmal abladen. Ich bin auch noch am Überlegen, ob wir den LKW jetzt auch noch eben abladen. Da sind ja Stärke drauf. Oder ob wir den für Dienstag für die erste Wiesenhof-Tour drauf lassen. Tendenziell lieber runter damit. Mal schauen. Jo, da war anscheinend nicht mehr viel drauf. Den haben wir gleich leer. Das ist die dritte Kiste. 2 vielleicht noch oder 1,5. Sehr schön. Und dann müssen wir gleich, wenn Jens wieder da ist, die Bumsmaschine ausbauen.
Guckst du mal nach dem Winkel? Komm ich unter durch? Kleines Stück müssen wir noch, ne? Was sagst du? Sehr schön. Wow! Fuck! Jetzt ist Scheiße! Kurve! Alter, stich doch! Das habe ich nicht gesagt. So, nächstes Band. Was denn? Ach so, ja, ich heb noch mal hoch. WLAN sortieren. Das sieht gut aus mit der Steintrennung. Gefällt mir. Die Kartoffeln sehen auch gut aus. Wie das jetzt aufgestellt ist, gefällt mir auch, sieht auch gut aus. Jens sowieso. Klingt fein. So, nächste Kiste voll. Gewichte haben wir jetzt noch nicht dran. Die sollen noch ein bisschen aushärten. Nächste Woche kann das losgehen. Wir hatten kurz überlegt, aber nein.
ersten haben wir im Wagen. Oh, sortier die Zunge, bevor du die Kamera anmachst. Den ersten Wagen haben wir leer, da ist, der ist nicht ganz, also man sieht keine Kartoffeln, aber ein Bunker würde da noch aufgehen. Sind wir hier drauf und hier, keine Ahnung, kann ich jetzt mal gucken. Ich vermute mal, dass er jetzt hier raufgerodet hat, weil er dicht da dran stand. Und wie wir sehen, sehen wir nichts. Fertig, wa? So aus, ja. Geil. Hat geklappt bis Mittag. Piekfeine Sache. Also, dieser Schlag ist geräumt, komplett. Dahinter ein paar Stärke noch für nächste Woche. Dann sind wir hier am Kreuzberg fertig. So heißt das hier nämlich. Sehr schön. Ja, geil. Wir haben einen Schlag geräumt. Yippie-yay. Hey, das gibt zum Mittag einen Schlag in den Nacken. Ja. So, da kommen sie angefeiert. Ja. Dann machen wir gleich erstmal Pause. So, Roder hat bei uns Feierabend, fährt aber noch zum nächsten Kunden. Morgen geht es bei uns weiter, zwei Züge roden. Und wir fahren, das waren übrigens hier 5 Hektar, da steht es auch gerade. Kreuzberg 1, 5 Hektar, der andere Schlag sind knapp 4. Einrasten lassen, jetzt ist er eingerastet. Was wollte ich sagen? Achso, wir machen jetzt Pause. Marin und Raluca habe ich gesagt, die sollen bis um 2 Pause machen und dann kommen sie in die Halle. Jens kommt 1:30 wieder, dann wollen wir noch mal eben den LKW an den Hallenfüller ranzirkeln und gucken, ob das funktioniert. Wir haben ja so einen Sack für den... Ach, wir zeigen euch das nachher. Da ist ja keine Schütte dran, so. Und ob das am Hallenfüller funktioniert, das wissen wir nicht. Das haben wir nämlich noch nicht ausprobiert und das wollen wir gerne ausprobieren. Also treffen wir uns um 1:30, testen den ganzen Quatsch und um 2 geht das dann weiter mit sortieren. Dann kann Jens den LKW leer laufen lassen, wenn es dann geht. Und ich sortiere mit den beiden nochmal eben diese beiden Wagen durch. Und dann machen wir für heute Feierabend. Tag ist Nachmittag. Also ich habe den Tandem hier schon mal eben rangejuggelt. 10:50 ist es doch, ich Jens holt jetzt den LKW. Den Hallenfüller haben wir hingestellt. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das irgendwie hinzukriegen ist. Ist jetzt auch alles verdammt eng hier zum Rangieren, aber irgendwie muss das gehen da. Schauen wir mal.
Wir haben gerade gesagt, wir müssen uns nochmal eine Schütte zurechtbraten, die wir da hinten einhängen können und dann ist das toll. Läuft sich alles zurecht. So, und wir machen beim Belana weiter. Die Kamera, bleibt das zu? Ja, oder so. Ja, oder so. Herzlich willkommen in unserem Chaos. Also das wird hier irgendwann nachher wieder mehr in diesem Raum, auch für den Zweitkanal. Ja. Mann, ey! So, bleib stehen. Bisschen Zeit dafür. Also, bevor wir jetzt nämlich Tschüss sagen, weil der Samstag ist zu Ende und das Video ist zu Ende, weil ich muss das heute Nacht ja auch noch schneiden und hochladen. Ne? Warum blinkt denn das da jetzt so komisch? Was hat er? Egal, muss jetzt gehen. Bleib hier wegen dem Magneten, haut er immer ab. So, jetzt. Kurz was zeigen und zwar zum Anfang. Als erstes das hier. Ja. Da stand im Laden. Das ist eine Oettinger Kiste, ist aber kein Oettinger drin. Da ist ein Brief bei, der hier an der Kiste klebt in dem Umschlag. Zu Händen Sven und Absender Bernd. Also Bernd, tut mir leid übrigens, dass wir das jetzt alles, was wir euch jetzt zeigen, ein bisschen spät zeigen. Aber im Moment ist das alles ein bisschen schwierig. Ja, Chaos. Ist leider so. Also, los geht's. Darf vorgelesen werden. Deshalb hatte ich das schon aufgemacht, um zu gucken, ob das vorgelesen werden darf. Es darf vorgelesen werden. Hallo ihr Rüpers. Ich danke euch für eure tollen Videos. Die Videos sind immer sehr interessant und kurzweilig. Ich schaue diese schon mehrere Jahre an und finde es schön, an der Betriebsentwicklung teilnehmen zu dürfen. Ich komme aus Süddeutschland, Nähe Bodensee, Region Oberschwaben, hatte dieses Jahr einen Besuch bei euch am Sonntag geplant gehabt. Leider ist dies durch die Bauarbeiten so nicht möglich gewesen. Dafür habe ich geplant, bei euch ein Eis aus dem Automaten zu kosten. Aus Süddeutschland habe ich ein paar Bierspezialitäten zusammengestellt, dann habt ihr was von meinem Besuch. Keine Angst, es ist kein Oettinger dabei. Das habe ich auch schon gesehen, also sind diverse Biere, Weißgold, Meckkatzer, habe ich das richtig ausgesprochen? Dann haben wir hier Goldochsen Original, das ist ja was für uns. Dann haben wir hier Fani Kristallweizen für Kristallreiner. Ja. Wir müssen irgendwie irgendwann einen einstellen, der Reiner heißt. Reiner, ne? Weil Kristallreiner ist schon ein Kätzchen. Nee. Kennt ihr den? Schreibt es in die Kommentare. Das könnt ihr jetzt erklären, wo das herkommt. Okay. Allgäuer Edelbräu. Und dann haben wir eine weitere Sorte noch, last but not least, Leibinger Edel. So, die Kiste kommt natürlich, nachdem das Video die Kamera aus ist, umgehend in den Kühlraum. Lieber Bernd, vielen, vielen Dank dafür. So, dann war Opa Charlie hier. Hallo! schade, dass wir nicht gesprochen haben, wirklich schade. Opa Charlie, wer ihn nicht kennt, war bei Twitch ja auch mal zu Gast. Auch dabei, ne? Genau. Da hat er ja auch immer gerne mitgeschrieben. Also, super toll, er war da und hat uns, ich mach das mal auf, hat uns hier, ich würde sagen, das ist ein Kalender, oder? So, ja, das ist ein Kalender. Nein, wie geil. Traktoren 2025. Blättern wir aber jetzt nicht durch, weil wir haben noch 24. Ja, da auch. Auch noch, Kalender. Was ist das? Fan-Traktor, nur Fan-Schlepper. Geil.
Opa Charlie 1957 Kugelschreiber, zwei Stück. Ja, cool. Ja, oh, geil, die habe ich auch noch gar nicht gesehen. Ja. Ja, also auf jeden Fall zwei Kalender. Also wir werden, das habe ich neulich noch zu Jens gesagt, als wir hier morgens mal einen Kaffee getrunken haben, weil es draußen schon zu kalt war. Ja. Unsere Kalender stehen aktuell alle auf Mai. Das machen wir in Ruhe, wenn die Ernte langsam Richtung Ende geht. Ja. Dann blättern wir zusammen die Kalender um, gucken uns die an. Bis zu dem Monat, wo wir dann gerade sind, vermutlich ja. November. Das wird wohl so sein, ja. Mal gucken, vielleicht Ende Oktober. Wir werden es sehen. So, das hat Opa Charlie uns gebracht. So, und er hat auch was geschrieben. Hallo Sven, hallo Jens. Ich habe mir erlaubt, euch Kalender dazulassen. Eis wollte ich auch gerne probieren, aber leider war wohl nichts mehr da. Schade. Jo, das war jetzt öfter... Oh, jetzt haben wir den Akku. Öfter bei, so, dass nicht mehr viel im Automaten war. Und es gab auch einen Tag, da war da gar nichts mehr drin. Das ist aber auch einfach zeitlich ein Problem gewesen jetzt. Ja. Weil Ina hat jetzt die ganzen Pakete. Wir hatten ja diese Rabattaktion, da waren ein paar mehr Bestellungen. Vielen Dank dafür. Ihr dürft aber auch gerne weiter bestellen, so ist das nicht. Hat Ina die ganzen Pakete gemacht, vormittags. Nachmittags hat sie sowieso immer die Kinder im Ohren. Da ist nicht viel mit Arbeiten für Ina. Zwischendurch ja, aber da kann man kein Eis machen, das geht nicht. Und das bringt auch nichts, für eine Stunde die Eismaschine anzumachen, nee. Weil das dauert auch eine Stunde, um alles wieder sauber zu machen. Also deshalb ist das im Moment alles ein bisschen schwierig. Scheffel konnte ich auch nirgends entdecken, darum deponiere ich die Kalender einfach hier im Shop. Ganz herzliche Grüße vom Ollen, ach Ollen, vom Ollen Opa Charlie. Lieber Opa Charlie, ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, wir treffen uns trotzdem irgendwann nochmal persönlich. Das wäre toll. Wird uns wirklich freuen, uns beide. So. Das kommt nicht in den Kühlschrank. Das legen wir da auf den Tisch, damit wir dran sehen. Das aufzuhängen da, das können wir nämlich hinter die aktuellen Kalender hängen. Hey! Tada! Bleib doch stehen. Das, sind wir denn so umwerfend? Guck mal, die dreht sich wegen dem Magneten. Wir müssen uns beeilen. Hier, der Akku ist gleich alle. So, jetzt brauchen wir schnell ein Cuttermesser. Jetzt ist noch ein Paket gekommen und das ist ein Riesenproblem. Und da hat nämlich der Zusteller gesagt, der kam extra mit seinem Postauto nach hinten zur Halle, da war ich gerade mit dem Gabelstapler zugang, hielt an, hier Chicago-Wende gemacht da und dann, oh, stopp Sven, ich sage, was ist los? Ja, ich habe ein Paket, das musst du dir angucken, ob du das annehmen willst. Dann gucke ich und dann war da dieses Paket und das lief überall aus. Das war sein ganzes Auto, er hatte das schon in so einer Wanne drin, das war alles schon nass. Ich sag, was passiert denn, weil das war ja definitiv offensichtlich kaputt. Ich sag, was passiert, wenn ich das jetzt nicht annehme? Sagt er, ja, dann geht das Annahme verweigert zurück. Das wäre ja Quatsch, weil das ist offensichtlich, so wie es aussieht, ein Geschenk. Ein Geschenk von Dirk. So, und deshalb habe ich gesagt, okay, wir wollen es wenigstens gezeigt haben. Da steht auch drauf, wo oben ist, da steht drauf vorsichtig Glas und das sieht auch sehr gut verpackt aus. Trotzdem hat die Post es geschafft. Die Post geschafft, das komplett zu zerstören. Leider. So, und jetzt machen wir es auf. Oh, ah, guck. Ja, das alles. Also Dirk, das tut mir wahnsinnig leid. Ich meine, wir können natürlich nichts dafür, aber das ist irgendwie auf dem Postweg komplett zerstört. Also da sind offensichtlich, das riecht nach süß, wie Saft oder so. Hesselbub, da ist Bier dabei. Da sind noch NIM 2 und Haribo, die können wir noch retten. Die werden wir noch, die kann man da abwaschen, die sind ja noch zu. Ja. Aber alles andere, guckt selber rein, also ist leider, jetzt kleben auch die Finger. Ja. Kaputt. Ist komplett zerstört. Also an dieser Stelle, ja. Lieber Dirk, ja. Vielen, vielen Dank. Der Wille zählt, aber es hat leider nicht funktioniert. Leider. Und das war sehr gut verpackt, also wirklich. Da ist dieser Schaumstoff überall dazwischen gewesen. Also da muss irgendwie ein Unfall mit passiert sein bei der Post. Aber so haben wir es wenigstens gezeigt. Ich kann hier keinen Zettel oder irgendwas entdecken. Ich kann das auch jetzt hier nicht auf den Tisch auspacken, weil dann läuft uns das hier alles überall hin. Wir sortieren das gleich nochmal durch. Und sollte dann Zettel bei sein, dann werden wir ihn beim nächsten Mal nochmal eben vorlesen. Also, liebe Leute. Jens, lass stecken. Das machen wir an der Mülltonne. Das hat kein... Ach, da ist... Oh, ah. Ja, dann, keine Ahnung, was das ist. Ach, der ist in der Folie. Ja. So, guck mal eben, dürfen wir das vorlesen? Ah. Nimm mal den. bla 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 bla. Nachricht davor gelesen werden. Dann machen wir das jetzt. Ja, halt mal eben. Liebes Röpers-Team, ich möchte euch mit den beiliegenden Kleinigkeiten etwas Freude bereiten und mich für die tollen Videos bedanken. Ihr macht das super. Das ist
dass ich mich immer wieder auf neue Videos freue und die Entwicklung des Hofes mit Spaß begleite. Und das finde ich richtig gut. Dankeschön. Gerade heute in dieser Zeit ist es unheimlich schwer, als Landwirt zu bestehen und sich am Markt zu behaupten. Insbesondere auch eine gute Qualität der Ware bei den Dumpingpreisen noch zu liefern. Die Arbeit im Feld ist trotz Maschinen schwer und der zeitliche Aufwand, 7 Tage Montag, ja, ist nicht dabei zu unterschätzen. Ich habe selbst früher im Nebenerwerbsbetrieb meines Bruders bei den Kartoffeln geholfen und Stunden auf dem Ruder verbracht. Daher kann ich es auch nachvollziehen, was ihr leistet. Insbesondere für euer Engagement und die Art, wie ihr es anpackt, seid ihr nur zu bewundern. Macht weiter so. Machen wir, ne? Jo. Auch ist es schön mit anzusehen, wie sich der Hof, die Gebäude und Maschinen entwickelt. Das ist einfach super. Die Hauptdarsteller Sven und Jens machen ihre Sache sehr, sehr gut und haben auch immer mal ein Späßchen mit an Bord. Das macht es auch aus. Das muss auch sein. Das muss so. Ohne Spaß ist die Arbeit, nee. Ja. Spaß muss sein. Man muss auch mal einen blöden Witz machen dürfen, ne? Ja. Das gehört dazu. PS, das Erntehelferhäuschen habt ihr sehr schön hergerichtet. Die beiden sind echt zu beneiden. Ich glaube nicht, dass alle Erntehelfer so sind, dass alle Erntehelfer sind so gut untergebracht. Das ist ein Sinn zu viel, das lese ich nicht. Stellt euch das vor, ich hätte das nicht gesagt. Dass alle Erntehelfer so gut untergebracht sind. Daumen hoch. Ich wünsche euch bei allem, was noch so passiert, viel Erfolg. Ich werde es begleiten. Viele Grüße aus der Landeshauptstadt Hessens ans gesamte Röpers-Team Wirsing, Dirk. Ho, schön, dass du den Zettel doch noch gefunden hast. Ja, ja. Und Dirk, völlig unbewusst hast du das in eine Klarsichtfolie getan. Ja. Dadurch konnten wir es jetzt noch lesen. Wäre das nicht in der Klassikfolie gewesen, wäre es aufgeweicht und zerstört geworden. Richtig, genau. Also, nochmal, das klebt alles. Ja. Ganz, ganz lieben Dank. Der Wille zählt und wir freuen uns und wir fühlen uns vor allem auch gebauchpinselt, ja, also wir zumindest. Ja. Also wirklich lieb, also sowas freut uns wirklich mega. Ja. Dass es jetzt kaputt ist, wie gesagt, ein Posting, ne? Ja. Ist wie es ist. Also, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann dürft ihr gerne kommentieren. Und Daumen hoch. Daumen hoch geben und beim nächsten Mal wieder einschalten. Genau. Das wird Donnerstag wieder sein, denke ja. ich. Jetzt muss ich zusehen, dass ich heute Abend dieses Video erstmal fertig kriege. Also, wir okay. sehen uns beim nächsten Mal. Danke, Dankeschön. Reinhauen. Wirsing! Junge, das war mit der letzten Rille vom Akku. Guck mal hier. Das ist schon rot. Genau. Ach so, das sortieren wir aber gleich nochmal eben hier aus. Ne? Genau. Den lassen wir hier trocknen. Ja. Das können wir noch abwischen und die Kiste Bier kommt gleich mit in den Kühlraum. Richtig. Vielleicht trinken wir noch ein schnelles. Ja, mal gucken. Also.